Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich bei meinem PHP-5-Lehrgang für Einsteiger. Und wir sind jetzt bei der 10. Lektion, einem zweiten Beispiel für PHP in einem HTML-Grundgerüst, streng genommen in einem HTML-5-Grundgerüst. Das ist hier wieder das Grundgerüst. Dann haben wir den Body-Bereich. In den Body-Bereich fügt man den PHP-Bereich in der Regel ein, wenn man etwas auf der Webseite ausgeben möchte. Das macht man mit Echo. Und man kann dann, wie in der vorherigen Lektion, ja auch in eine Echo-Anweisung einen PHP-Befehl einfügen. Das ist dann hier passiert. Wir haben den P, den Paragraph-Tag, probiert. Wenn ich mir das jetzt hier ohne Zeilennummern anzeigen lassen möchte und dann wieder alles markiere und kopiere und dann hier im Skript einfüge, kann man das dann nachvollziehen. Das schaut dann eben so aus. Wenn ich das jetzt hier speichere und mir anzeigen lasse, erscheint dann hier Hallo Welt. Und ich könnte dann zum Beispiel hier in diesem Bereich, ich vergrößere ihn jetzt einmal, kann ich den jetzt hier dann ausbauen. Kann jetzt hier wieder Echo eingeben. Echo zum Beispiel Guten Morgen. Dann erweitere ich eben diesen Bereich. Ich darf natürlich nicht vergessen, hinten hier diesen Strichpunkt zu setzen. Und lassen wir das Ganze hier mal anzeigen. Das wird dann hier umgebrochen. Weil nämlich dieser P-Tag, wie siehst du ihn, mit erreichbar hierher, dann, nachdem er eben geschlossen wurde, einen Zeilenumbruch und sogar einen Abstand zum nächsten Text bewirkt. Also innerhalb des Body-Tags kann man hier einige Dinge machen. Wenn ich das jetzt hier wieder erweitere um den H-Tag, den wir vorhin kennengelernt haben, kann ich hier, jetzt haben wir die Autovervollständigung, da schlägt man schon was vor. Wenn ich das mit H1 machen möchte, dann nehme ich mir das jetzt hier, füge es hier ein. Schauen wir das Ganze noch einmal an, dann wird dann diese Zeile dementsprechend dann größer dargestellt. Also was zwischen dem H1-Tag steht. Ja. Das soweit zu dem. Also hier alles einfügen in den Body-Tag innerhalb dieses HTML5-Grundgerüsts. Probiere am besten gleich diese Aufgabenstellung hier unten, sie zu lösen und dann das gleich anzuwenden und zu vertiefen, was wir hier gerade besprochen haben. Danke fürs Zuhören und natürlich Zuschauen.